Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema, wie die Schweiz ihre Unschuld verlor und sich offensichtlich HIV eingefangen hat. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir einfach entspannt weiter zu. Wir haben ja einen Artikel der Neuen Zürcher Zeitung, die normalerweise für mein Dafürhalten eine relativ neutrale Zeitung theoretisch mal im Schnitt darstellt. Aber wenn das da kommt, wir sehen. Und zwar geht es um diesen Artikel. Kampfpanzer in der Ukraine, Leo 2 könnte den Krieg verkürzen. Sie erkennen, hätte, Fahrradkette, könnte, hätte, würde und so weiter. Das ist Konjunktiv. Und zwar und nach langem zu der Panzer, der den Krieg verkürzen könnte, nach langem Zögern hat der Bundeskanzler Olaf Scholz und so weiter, Panzer, die Waffen könnten der Ukraine einen entscheidenden Vorteil geben. Könnten. Okay. Ja, könnten. Also nach langem Zögern. Also könnten und nach langem Zögern. Also die NZZ erlaubt sich, ein Urteil darüber zu bilden. Gut, dem Herrn Wood, der offensichtlich an Amnesie leidet, Scholz, das ist schon klar, aber ob das jetzt Zögern oder Nachdenken gewesen ist oder Abwägen. Aber nein, die NZZ legt sich fest, das war Zögern. Da ist der Verlust der Unschuld, weil das kann die gar nicht wissen. Und jetzt gucken wir mal, wer das nicht wissen kann. Und dann werden Sie sehen, worum es geht. Die Unschuld der Schweiz ist verloren. Die Schweiz war ja mal immer, Entschuldigung, ein neutrales Land. Mein Vater schon hat früher immer gesagt, die Schweiz ist neutral und die hat sich ja auch. Und da hat jeder seine Knarre da im Schrank stehen. Und komischerweise übrigens gibt es da keine Waffenübergriffe. Jetzt wollen die Deutschen die Waffen wegnehmen. Aber in der Schweiz gibt es das nicht. Da hat jeder im Schrank, der bei der Wehr war, der musste haben. Und die werden dann auch irgendwie alle. Also das ist das, mein, mag mich ein Schweizer korrigieren, ob es heutzutage noch so ist. Aber das ist halt so, die Schweizer sind da sehr neutral und die mussten auch noch nie eingesetzt werden. Das war mal so. Das ist mein Stand von vor 30 Jahren. Und ich denke nicht, dass sich da viel geändert hat. Die ist nämlich konservativ. Gut. Alte Grau, egal. So, jetzt lassen wir das Thema. Gut, und jetzt kommt hier die Sache, könnte und der Krieg. Und wir haben ja einen Marco Seliger. Schauen wir doch mal nach, wer das ist. Der da. 72, also genau 85 oder 50. Und wir sehen, ja, sehen Sie das? Pressesprecher wechselte Seliger zum Rüstungsunternehmen Heckler & Koch als Leiter der Kommunikation und Pressesprecher. Und 2022 zur Table Media GmbH als Redaktionsleiter. Das habe ich noch nicht gegoogelt, vielleicht machen Sie das mal. The Security Table in Berlin, also er ist deutsch. Seit 2023 arbeitet er wieder für die NZZ, für die Neue Zürcher Zeitung. Wie kommt das? Er ist Waffenlobbyist. Also ich habe ein Problem mit dem Begriff Lobbyist als Ingenieur. Weil wenn ich in eine neue Firma komme, dann sage ich, der Zulieferer ist gut, damit bin ich nicht gleich ein Lobbyist. Aber er hat mal kurz so einen Umweg genommen zu Heckler & Koch. Für mich ist das G36 ein sehr gutes Gerät. Aber nichtsdestotrotz, da war er in der Rüstungsindustrie beschäftigt. Und jetzt schreibt er wieder für die Neue Zürcher Zeitung. Ist doch spannend, oder? Und deswegen sage ich, jetzt haben die Schweizer ihre Unschuld verloren. Sie haben und sich dann offensichtlich gleich so ein HIV-Virus eingefangen, wie wir von diesem Deutschen da sehen. Das ist so, wenn man keine Erfahrung mit irgendwas hat, passiert das eben leicht. Machen wir weiter. Gehen wir das hier durch. Gehen wir wieder zurück. Kampfpanzer und könnte, hätte und so weiter. Ein 65-Tonnen-Monstrum aus Stahl. Ist das was Tolles? Ja gut. Die russische Konkurrenz hat, glaube ich, 50 oder 55 Tonnen oder sowas. Ist das jetzt im Gelände gut, viel Gewicht zu haben? Also bei einem Rennwagen ist offensichtlich geringes Gewicht positiv. Aber hier, natürlich, alles hat Vor- und Nachteile.
aber dass da 65 Tonnen mit einer der schwersten Panzer. Hitler hat mal die Maus vorgestellt. Das war so ein Ding, ich glaube, der hatte 100 Tonnen, müssen Sie mal gucken, ich weiß es nicht mehr. Das ist so ein Ding, der ist überall eingesunken. Von dieser Seite ist auch das ein Ingenieur. Ist ja ein Ingenieur-Technik-Kompromiss. 65 Tonnen, was extrem viel ist für einen Panzer, als was Tolles darzustellen, ist ein bisschen ja, Verlust der Unschuld. Weiter geht's. Gut. Und so weiter. Kampf und so weiter. Leopard A2, 2A6. Moment, ach so, Entschuldigung. Der Leopard 2A6, den Deutschland nun an die Ukraine liefern will. Also die Polen wollen, glaube ich, einen 2A4 liefern. Der ist von 1980 oder sowas, von vor der Wende. Ist ein computerstütztes Fahrzeug, schnell mobil, also das ist schon mal da, das ist ein anderer, meines, soweit ich mich erinnere. Und durchsetzung und ungleich stärker als sein Einsatz in der Ukraine könnte der russischen Invasion ein schnelles Ende bereiten. Stimmt das? Möglich. Nur, wir wollen erst, sagen ja unsere Leute, die Russen erst wieder in ihre alten Gebiete zurückdrängen. Ist also nicht der Invasion ein Ende bereiten, sondern es ist ja das, dass mit diesen Panzern die Russen zurückgedrängt werden sollen. Jetzt hat mir jemand mal erzählt, na gut, er hat jetzt seit vier, sagen wir dreifach, dass wenn ich Gelände erobern will, ich ungleich viel mehr Materialverluste habe. Aber das wird hier so, das wird auch gerne ignoriert. Die wollen ja das Gelände zurück. Und dann, also ich schätze, dass es 2,5 bis 3 mal so viel. Also ich muss, um Gelände wieder zurückzuerobern, weil Ukraine ist ja der ostliche Teil, der ist ja bis jetzt von den Russen erobert. Und da muss ich dann so, woher das Personal? Egal. Gut, und jetzt, gut, Golfkrieg. Und jetzt kommt der Golfkrieg. Gut. Jetzt kommt hier das nächste Argument, Vernichtung der Sowjetpanzer, Golfkrieg 90-91, wann war das? Kleine Frage, genau vor der Wende, ja gut, und Kuwait, oder waren die alten Gurken dann noch unterwegs? Es war ein ungleicher Kampf, das ist richtig. Die USA hatten eine computergestützte Feuerwehr, hochauflösende Kameras und so weiter. Tolle Geräte, oder? Sie sind ja auf dem Ingenieurskanal, ich kann mich noch bestens daran erinnern, dass da gesagt wurde, die sind alle 50 Meilen irgendwie so liegen geblieben, die Abrams. Das sind nämlich Geräte, die sind unendlich starke Panzerung, haben eine kleine Gasturbine drin, die dann nichts wiegt gegenüber dem Diesel. Aber irgendwie, wenn der Sand kam, die sind einfach liegen geblieben. Alle 50 Meilen im Durchschnitt war dieser, so ein Abrams lag einfach und hatte einen Schaden, dass er nicht weiterkommt. Übrigens genauso wie unsere Pumas heute. Wenn ich die mit Elektronik vollpumpe, bleiben die einfach stehen. Das kennen Sie vom Auto, da geht ein gelbes Lämplein an und dann fahren Sie mal schnell zum Reparateur. Aber was Tolles, oder? Also, das weiß ich noch sicher, die Abrams blieben liegen, zumindest unter Wüstenbedingungen. Dafür waren die nicht ausgelegt, hat keiner darüber nachgedacht. Das war was Tolles. Natürlich war die Elektronik was Gutes, aber die Nachteile werden von unseren Waffenlobbyisten nicht erwähnt. Weiter geht's. Ist nicht mehr viel. Gut. Und dann kommt der Turm und so weiter, die T-64. Dazu kamen sie, und das ist also klar, und da steht dann da, dass das früher, und das waren die Russen, gut, das war so. Und so weiter. Und dann kommt das hier, sind die T-64, unser Duell mit modernen westlichen Waffensystemen. Doch, die kuwaitische Wüste ist nicht der Donbass mit seinen Dörfern, mit seinen Wäldern. Die Russen haben in der Ukraine seit Februar zwischen 1.000 und 2.000 Kampfpanzer verloren. Das möge sein. Einen großen durch Panzer. Okay, das ist richtig. Das mag sein, weil ob jetzt heutzutage Panzer oder Drohnen noch wichtig sind, mag was anderes sein. Wolfgang Schneider, Oberst aus der Dienstabteilung, hatten moderne Waffen des Leopard nicht den operativen Effekt, den sich die Ukrainer versprachen. Vor allem an den Brennpunkten, an den Front des Süden, durchschnittlich und vielen Ortschaften, Flüssen und in könnte der Leopard seine Vorzüge nicht zur Geltung bringen, sagt er. Wie gesagt, er braucht unendlich viele Wartung. Ich verweise auf mein anderes Video. Gut, Kampfpanzer. Und jetzt kommt hier wieder die Frage ist, ob die Kampfpanzer würden der Ukraine bei der Befreiung helfen. Das ist auch wieder so ein Ding, Befreiung, habe ich schon mal gesagt. Da gibt es Befreiungskämpfer und Terroristen. Das ist auch eine Bewertung.
der Presse. Die bewerten, ob das jetzt ein böser oder ein guter ist. Damit haben sie ihre Unschuld verloren, weil die Presse sollte neutral berichten und die Schweizer Presse unter einem Deutschen bewertet nicht neutral. Die haben sich HIV eingefangen. Weiter geht's. So und so weiter. Und jetzt, das ist die Leseansicht dieses NZZ, deswegen ist das hier ein bisschen komisch. Und so weiter. Die Panzer würden also nicht, das, und jetzt kommt das 300 Panzer. Okay, und dann steht da unten noch, gut, da ist so ein Panzer. Der Ukraine läuft die Zeit davon, richtig, weil die Ukraine keine Munition und keine Menschen mehr hat, um sich zu verteidigen. Auch richtig. Ein Mangel an Leopanzern besteht im Grunde nicht in den 16 Staaten und so weiter. Im Frühjahr, also gut, weg, das Staat 80 Leo aus die Bundesregierung gehört. Nun ist Deutschland gezwungen, den Leo in einer der modernsten Versionen abzugeben. Okay, und jetzt wollen sie die Besatzung innerhalb von 8 Wochen ausbilden. Das ist natürlich auch ganz logisch. Also ich glaube, also mindestens 9 Monate. Im Allgemeinen sind die Chefs dieser Panzerführer 2 Jahre, aber jetzt machen wir 8 Wochen. Das kann und das System funktioniert auch nicht. Und Rüstungspolitik wird dann Deutschland auch an, ohne strategische Weitsicht. Die Schweizer liefern nichts und dann sagen sie dann den Deutschen, sie werden ohne strategische Weite, liefert doch Panzer. Ja, das ist natürlich cool, oder? Kritikpunkt, dass es zu lange dauere, bis an die okay. Und so weiter. Doch dazu braucht es eine Regierung, die die Politik, Rüstungspolitik zur Chefsache macht. Stattdessen nach wie vor das Credo, dass wir bestellen Fahrzeuge, strategische Industriepolitik machen wir nicht. Hier haben wir also wieder einen typisch Deutschen, der einfach. Und hier haben wir wieder das typisch Deutsch, das typische Credo eines Journalisten, insbesondere. Wir sind die Guten und wir können alles bewerten, was die anderen machen. Was die anderen da machen. Wie gesagt, und von dieser Seite hat die Schweiz mit diesem Artikel ihre Unschuld verloren, denn sie will, hat einen Waffenlobbyisten da reingesetzt, um Werbung für den Krieg zu machen, aber Werbung nicht für Schweizer Panzer, sondern für deutsche Panzer. Das war's dann. Damit ist die Schweiz auch infiziert. Vielleicht sollte sie mal zum Arzt gehen und einen Test machen lassen. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal bei seiner Real-Satire-Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören.